Name ist Andreas Dewitz, bin der Einsatzleiter vom Amt Barnim-Oderbruch, also der stellvertretende Amtsbrandmeister vom Amt Barnim-Oderbruch und leite hier den Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehren vom Amt Barnim-Oderbruch, von Bad Freienwalde und von Wriezen. Dazu haben wir 2 RTW und ein NEF. Was ist hier genau passiert? Können Sie das sagen? Wir haben eine verletzte Person, muss ich noch dazu sagen, deswegen auch die Fahrzeuge. Der Besitzer wurde von einem Hund gebissen und deswegen musste er hier verarztet werden. Was ist hier passiert? Na, hier ist ein Brand ausgebrochen. Wir wissen noch nicht, was die Brandursache ist, sondern wir wir sind erstmal dabei, den Brand zu löschen und weitere Ausbreitung zu verhindern. Was brennt hier genau? Wissen Sie das? Na, das gesamte Gebäude. Also im Moment erstreckt sich der Brand auf die Decke oben. Also die Flammen und die Hitze, die haben sich in der Decke festgesetzt. Und jetzt versuchen wir, die Decke zu kühlen und Schlimmeres oder einen Einsturz sogar zu verhindern.